Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Epoch. Ja, ich bin hier noch im Heldenauswahlbildschirm, weil ich euch einfach mal unsere Helden kurz zeigen wollte hier in der wunderschönen Großaufnahme. Ja, sieht sie nicht prächtig aus mittlerweile, unsere Bellatrix? Level 51 haben wir und ich glaube, ja, das ist auch die 51. Folge heute. Ja, passt ja sehr gut. Gut, wir betreten mal das Spiel. Wir wollen ja heute in den Fernwald und hatten da schon den nächsten Portalstein aktiviert. Von daher geht's da weiter. Ich bin auch mal gespannt, wie viel hier noch kommt. Weil ich hatte ja zwischenzeitlich erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass wir schon, ja, so ziemlich am Ende sind, ja. Schauen wir mal, wir sind jetzt in Akt 7, die Lanze von Heoroth, und sollen Grail finden. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder gucken, wo war denn der Feenwald? Zeitalter ist richtig, die Tundra, der Tempel von Heoroth. Habe ich jetzt schon wieder Feenwald gesagt gerade? Die Vengari-Festung. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt hier auch gar keinen... Ach, hier oben. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir hier einen neuen Abschnitt quasi erschlossen haben. So, Reisen. Ist manchmal aber auch ein bisschen verwirrend. Ja, die untere Karte haben wir ja schon aufgedeckt. Wunderbar, dass die auch immer noch aufgedeckt ist. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, die rachsüchtigen Überreste eines Opfers, eines Vorboten verweilen noch in der Nähe. Das ist sehr nice. Dann haben wir wieder die Chance auf gutes Loot. Okay, der ist da oben. Den werden wir mal gleich als erstes machen. So. Nemesis. Was haben wir denn hier Schönes? Eine dunkle Glyph, einen Schild. Ehrgeiz einer ausgelöschten Akolytin. Akolytenrelikt, ja, das können wir leider nicht gebrauchen. Und, da ist jetzt nichts bei, wo ich sage, das brauchen wir unbedingt. Nichts, was unsere Klasse gebrauchen könnte. Verbanne die Nemesis und ihre Gegenstände. Die nächste Nemesis, auf die du triffst, wird aus anderen Gegenständen bestehen. Machen wir das so. Ja. Unser Ziel liegt irgendwo im Nordosten. Das erschwert jetzt natürlich wieder so ein bisschen das Erkunden. Oh oh. Gegner sind heute aber auch wieder leicht aggressiv hier. Ach, du Schande, ein Eber. Reflektierender Schrein. Ja, das ist nicht schlecht. So, eins der Ziele scheint da oben irgendwo gleich zu sein. Schrein der Splitter. Ah, okay.
aber auch eine Menge Schreine hier. Schon wieder ein reflektierender Schrein. Ist der nächste. Schrein der Betäubung. Auch nicht schlecht. Schrein des Reichtums. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwo mal wieder eine zerstörbare Wand finde, wo man dann aber auch ein Secret oder sowas mal hat. Ja, die Splitter darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen bei der Anzahl. Gut. Da ist das Tor. Okay, die gefrorenen Wurzeln. Bin ich ja mal gespannt. Auf der Karte war ein großer Baum zu sehen. Und wir haben auch gleich hier den nächsten Portalpunkt erschlossen. So. Du lebst. Aber ich dachte, du wärst tot. Das ist eine lange Geschichte. Aber wie? Und, na, es ist auch schön, dich zu sehen, aber wieso bist du hier? Julia hat mich gesandt. Julia? Ja, Julia. Ich bin gekommen, um mit der Lanze zu helfen. Die Lanze? Dann hat Hierod... Ich bitte um Entschuldigung. Es ist schon Wochen her, seitdem ich ein Gesicht sehe, das nicht voller Fell oder aus Holz ist oder mich töten will. Warum hat er seine Meinung geändert? Also was die Lanze angeht. Hierod stirbt. Raya hat ihm eine tödliche Wunde zugefügt. Ja, doch. Verdammt. Ich werde ihn rächen. Ich werde seine Lanze direkt in das schwarze Herz von Raya rammen. Jetzt mal ganz mit der Ruhe, oder ich werde dir dabei... Ja, ich werde dir dabei helfen. Dass ich dann auch noch meine Zeit mit Irun und Mortitas verschwendet habe... Jun?
Weißt du das denn nicht? Irun war ein Champion und er war da, als Morditas rebellierte. Bis Irun verführt wurde, sein Champion zu werden. Ein großer Krieger, der umgestimmt wurde. Ich wollte mehr erfahren. Den Legenden nach könnte es sein, dass er irgendwo hier in Gefangenschaft ist. Aber wen interessiert das schon? Ich muss mich um Raye kümmern. Die Lanze ist gleich da vorne. Also los. Folgt ihr uns jetzt? Ja. Die Lanze ist gleich da vorne. Das könnte natürlich auch wieder ein Hinterhalt sein, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe, du kämpfst auch ein bisschen mit und stehst nicht die ganze Zeit nur hinter mir rum. Okay. Ich muss jetzt gerade an Secret of Mana denken. Gelehrten Türkisring des Lebens. Zumindest kann ich den Burschen auch als Schild nutzen, wenn er vorläuft. Also ich muss ja auch mal so ein kurzes Zwischenfazit abgeben bei dem Game. Ich habe mich damals, wie ich angefangen habe, das zu spielen, sehr darauf gefreut, weil die Anfangsgegenden für mich auch sehr interessant aussahen. Die Klassen, ja, die sind klassisch gewesen. Klassische Klassen. Aber haben mich trotzdem dazu bewegt, mir das Spiel ja letzten Endes zu kaufen. Und irgendwo hat sich schon so ein bisschen Enttäuschung breit gemacht. Ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber es gibt halt so ein paar Dinge, die mich nach wie vor nerven. Ja, und das größte Manko ist immer noch das mit der Karte. Oh, was ist denn da passiert? Sind die alle eingefroren? Haben wir wieder einen Schrein am Start. Reflektierender Schrein, okay. So, wir haben die nächste Nemesis am Start. Das ist schön. Leiter-Elfenbeinköcher der Lethargie. Okay. Können wir ja gleich mal testen, ob der gut ist. Wir machen jetzt 3269 Damage. 2606, um Gottes Willen. So, hier oben haben wir die rachsüchtigen Überreste. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Wir haben zwei Rüstungen. Sogar eine Schurkenrüstung. Nur zwei Schurkenrüstungen. Dann ein aussaugender Zughaken des Hungers und ein Schild. Werden wir natürlich ermächtigen. Ja. War doch ein voller Erfolg. Assassinen-Stangenschwert. Aber es gibt dennoch. Ja, nee. Fangen wir mal anders an. Ich würde hier trotzdem das Game auch nochmal mit einem anderen Charakter spielen. Wir haben ja auf meinem Kanal auch schon. Ach, wie hieß das? Van Helsing gespielt. Und das fand ich ja qualitativ um Welten schlechter als Last Epoch.
Ich meine, Van Helsing hat mich auch gut unterhalten, aber das Game war jetzt nicht so geil, dass ich da sagen würde, ich spiele das jetzt nochmal mit einer neuen Klasse. Also, bei Van Helsing war es ähnlich, ja. Der Anfang, der hat mir gut gefallen, aber dann hat es merklich nachgelassen und der Endcontent geht ja mehr so in Richtung Strategiespiel. Also, mit diesem, was war das ja, Belagerungsmodus oder keine Ahnung, das hätte mich jetzt auch nicht so brennend interessiert, dass ich da weitermachen muss. Ja. Fand ich auch ein bisschen schade, dass die sowas da zum Schluss als Endcontent mit eingebaut haben. Da hätte ich mir dann eher sowas gewünscht wie eine Basis, von wo aus man dann zufallsgenerierte Missionen macht. Und Dungeons und sowas halt, ne? Die sich, also die dann auch zufallsgeneriert sind. So, Schreien des Eiskäfers. Ja, sehr schön. Mehr Begleiter. Bedeutet immer mehr Kampfkraft. Oh, oh, oh. Es wird langsam etwas frostig hier. Wenn ich den Baum hier jetzt gerade so sehe mit den Käfigen, muss ich an Arboria aus Flash Gordon denken. Wo Prinz Barin zu Hause ist. Nein, mein Inventar ist schon wieder voll. Ja, okay, komm. Gönnen wir uns mal eine kleine Pause, beziehungsweise der kleinen. Yes, du schon wieder. Einkaufen, bitte. So. Gold haben wir ja mittlerweile auch ganz gut. Was ist das denn hier? Nebenhandkatalysator. Glimmendes Astrolabium. Auch für Magier. Was haben wir denn? Unser ist für Stufe 44, ne? Genau. Die sind auch für Stufe 44, aber es sind halt nur blaue. Ist unser Begleiter gar nicht mitgekommen, ne? Ja, herrlich. Das ist immer der erste Blick, wenn ich zurückporte. Auf die Karte. Ja, sag das nicht, du. So easy ist das hier gar nicht. Das ist so mies mit der Map. Okay, der Ausgang ist oben. Habe ich jetzt gerade schon kurz gesehen. Ich bin wieder alleine. Warum bin ich wieder alleine? Ich muss den Typen jetzt aber nicht nochmal ansprechen, oder? Also bei der Aufgabe steht jetzt, betritt Morditas Grab. Wenn das hier so weitergeht, habe ich gleich wieder ein volles Inventar.
happening. So, da wären wir. Auch wieder eingefrorene Gestalten hier. Besiege Yurun und den Frostwurzelwächter. Ich würde aber vorher gerne nochmal verkaufen. Weil wenn wir das wieder nach dem Kampf machen, haben wir das Problem, dass der Boss ja dann auch wieder steht. Du schon wieder! Lange nicht gesehen und? Zahlen wir es ihnen heim? Dafür wirst du Ausrüstung brauchen und ich habe vielleicht etwas, womit du dein Ziel bewerkstelligen kannst. Ja. Den Schrott, den du hier anbietest. Damit werden wir wohl nicht viel ausrichten können. I see. All that's left is locating the lance. Okay. Das hier wieder eine schöne Gegend, ja, nicht ganz so frostig. Obwohl, ich habe nichts gesagt. Greifst du den schon an, ja? Hättest du auch mal auf mich warten können. Der sieht jetzt nicht sehr bedrohlich aus. Oh, 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 oh. So kann man sich täuschen. My master must not be freed. Der Frostwurzelwächter hat gesprochen. Okay. Er hat eine Menge fallen lassen, aber auch eine Menge Müll, wenn ich das hier so sehe. Materialien waren jetzt nicht großartig welche dabei. So. Okay. Können wieder ein paar Punkte ausgeben hier. Was haben wir denn da schönes? Ölüberzug. Wenn du Funkenschlag benutzt und mindestens einen Feind triffst, erhältst du Ölüberzug, der dir erhöhten Feuerschaden gewährt. Dieser Effekt kann sich stapeln und dauert 4 Sekunden. Machen wir mal. Okay, sind jetzt unten alle weg. Was haben wir hier? 2 unbenutzte Punkte sogar. Wirbel gewährt Mana, wenn mindestens ein Feind getroffen wird. Ich würde jetzt hier den Gesundheitsgewinn mal maxen. Ein Punkt. Mehrfachschuss durchdringt den physischen Widerstand des Feindes. Verursacht mehr Trefferschaden gegenüber verlangsamten Zielen. Hat eine Chance, Rüstungsbruch zuzufügen. Verursacht mehr Schaden, trifft jedoch in einem kleineren Kegel und kann maximal 3 Pfeile abfeuern. Schaden plus 35%. Mir gefällt der große Kegel aber eigentlich sehr gut. Schwierig. Echt schwierig. Machen wir das hier. Blutung und Verlangsamung. Dann können wir beim nächsten Mal auch das hier noch nehmen. So, meine Ballista kann ich auch
aufrüsten. Ballistenschilde sind breiter. Meine Ballisten erhalten Raserei, solange du in ihrer Nähe stehst. Balliste verursacht mehr Schaden, wenn sie innerhalb von 4 Sekunden nach Verwendung eines Tranks konstruiert wird. Na, das ist ja Blödsinn. Chance, Gegner zu verlangsamen. Hat eine Chance, Zusatzprojektile abzufeuern. Zusätzliche Projektile plus 2 pro Punkt. Ist auch nicht schlecht, ne? Die Bolzen der Balliste explodieren nun bei einem Treffer und verursachen Feuerschaden in einem Bereich, haben aber weniger Angriffstempo. Angriffsgeschwindigkeit minus 40%, ah, das ist übel. Das ist richtig übel. Wobei das hier natürlich nice ist, ne? Die Bolzen durchbohren Feinde. Aber dazu muss ich halt doch das hier aktivieren. Ach man, das ist... Ich habe jetzt hier nichts, wo ich sage... Das reizt mich. Außer das hier ja, mit dem... Aber das kann ich nicht, weil wir hier erst noch einen zweiten Punkt reintun müssen. Bolzenregen, das wäre jetzt noch interessant. So. Du bist unverwundbar während der Verschiebung. Ich dachte, das bin ich auch so schon. Du verursachst mehr Schaden mit deiner nächsten... Schadensverursachende nicht kanalisierten Fertigkeit nach der Verschiebung. Ja. Nahkampfwaffe haben wir nicht. Verwendung von Verschiebung gewährt dir Jadepfeile. Verwendung eines Bogenangriffs verbraucht einen Jadepfeil, um die kritische Trefferchance zu erhöhen, wird eine eine Chance zu haben, Feinde zu vergiften. Ah, das ist auch blöd. Mana gewinnen. Hier ist jetzt auch nicht wirklich was Interessantes dabei. Verschiebung verbraucht einen Heiltrank bei Verwendung, wenn du unter 50% LP bist. Das ist alles irgendwie Murks. Verschiebung heilt dich um einen Teil, der deinem Geschick entspricht. Okay, das ist okay. So, wir sind gekommen, um die Lanze zu holen. Vor dir siehst du eine eisgefrorene Gestalt, der Halbgott Morditas von Hierods Lanze durchbohrt. Die Lanze von Hierod nehmen. Sprich mit Grail. Wir haben die Lanze, dann muss ich wohl zurück nach Heoborea. Würdest du mich begleiten? Ich weiß, dass es eine große Bitte ist, aber ich brauche jede Hilfe. Unter einer Bedingung, ich brauche danach die Lanze. Aber warum? Den unsterblichen Imperator beschreiben. Ha! Ein unsterbliches Imperium, ist das dein Ernst? Zeitreisen und die Epoche beschreiben. Da lege ich noch einen drauf. Sobald wir über Reyes Leiche stehen, machen wir diesen Knochengerüst gemeinsam den Gar aus. Mit Vergnügen. Der Kampf gegen Irun war fantastisch. Er hat die Kampfkunst in mir geweckt. Erzähl mir auf unserer Reise mehr von diesem unsterblichen Imperator. Machen wir uns auf den Rückweg nach Heoborea auf. The lance was found and a bond was formed. Do you think we'll see Hierod before their fates intertwined? Let's go together with mine. But for now they focused on their gods. So, wir sind zurück in Heoborea.
Ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Wir verkaufen noch schnell unseren Schrott. Yes. Damit wir dann in der nächsten Episode frisch starten können. Ja, und dann bin ich schon gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.